Hallo Welt, da sind wir wieder. Und zwar in einem Schiff, in einer Wüste, in einem Wüstenschiff. Damit meine ich aber kein Kamel. Und ich habe mir gedacht, dass man hier vielleicht irgendwie noch weitergehen kann. Aber wir haben die Leute befreit, die hier waren. Und den Ventilator können wir nicht mitnehmen, den Stuhl hier auch nicht. Es geht nicht weiter, oder? Moment, hier stand doch der mit der Rüstung. Hier ist der mit der Rüstung. Und ja, oben waren wir. Ich glaube, wir sollten die nur befreien. Da haben die noch mehr im Käfig, aber der will da nicht raus, da hinten, haben wir gesehen in der letzten Folge. Hat sich die Beine da eingeklemmt, kommt nicht mehr raus. Schade. Und wir haben doch ein Messer, oder? Jetzt könnte man ja eigentlich... Aber nee, oder? Ich meine, er wäre frei. So wird er wahrscheinlich verhungern. Was ist jetzt besser? Ach nee, komm, wir versuchen das gar nicht. Mich wundert's jetzt, dass es hier nicht weitergeht. Boah. Gut, ich wollte nur gucken, ob die wirklich zu ist. Ja, dann nimm dich in Acht vor diesem Symbol. Warum? Das ist Feuer oder so etwas. Das könnte oben eine Flamme sein. Hm? Ja. Könnte. Ja, liebe Welt da draußen, wir machen mal Licht hier. Haben wir schon. Gespart haben wir ein wenig in der letzten Folge. So, an Material. So viele schöne Sachen und wir dürfen nichts mitnehmen. Naja. Wenn wir was mitnehmen wollen, viel. Oh, hier. Dann sollten wir uns in Appalachia mal blicken lassen. Und da kann man viel mitnehmen. Mehr als man tragen kann meistens. Hey, fliegen. Was bedeutet das? Jetzt komm da raus. Du musst dich nicht schämen. Da hat er sich die Füße eingeklemmt. Ja, ich kann... Wir vergessen das am besten. Haben wir hier vielleicht irgendetwas übersehen? Aha! Ja, aber da sind wir doch nur wieder oben. Das ist kein Aha-Erlebnis. Genau. Das ist nichts Neues. Hier waren wir schon. Wir haben dermaßen gespart in der letzten Folge. Wir werden wahrscheinlich nie wieder irgendetwas brauchen. Hier ist doch auch so ein Ding. Jetzt ehrlich. So einfach hätten wir es haben können, naja. Das weiß man dann oft später erst. Ja, hier haben wir auch alles eingesammelt. Ja, liebe Welt da draußen, zurück zur Aurora oder wir gucken mal hier auf unseren schlauen Plan. Da sind ja noch Fragezeichen auf der Karte. Auf der ersten Karte haben wir zwei Fragezeichen ausgelassen. Ich hätte gedacht, dass wir da irgendwie hingeführt werden, werden wir aber gar nicht. Wir müssten... Das ist doch ein Strand, am Strand entlang. Und dann zurück zur Aurora zum Schluss. Und Moment, das da, wo der rote Pfeil jetzt hinzeigt, das dürfte doch der Leuchtturm sein. Da können wir auch nochmal hin. So, Karte weg. Ja, schönes Bild. Pflanzen und so. Hoppla. Aha. Immer schön alles mitnehmen.
Wisst ihr was? Menschen, wenn die... Echt? Wow. Ich wollte mich ducken und gucken, was da unten ist. Ja, aber dann haben wir geworfen. Falsche Taste wohl. Wenn die Menschen hier echt so hausen, sind sie selber schuld. Dass man denen nicht traut und auch nicht zutraut. Aha, ja, hier geht's wieder raus. Auch das ist kein Aha-Erlebnis, leider. Licht aus. Licht an. Die sollten uns jetzt aber alle dankbar sein. Da waren ziemlich viele. Okay, unsere Karte muss nochmal her. Wir würden... Moment, wo ist die Straße? Uff. Ich glaube, wir müssen ein bisschen nach oben. Oder am Strand entlang. Ich möchte gerne wissen, was da hinten ist. Aber das Fragezeichen sagt uns, wir sollten dahin. Kürzer wäre es aber, wenn wir dahin gehen. Das ist ganz in der Nähe. Ja, ja, ist es vielleicht. Aber das hier können wir machen und auf dem Rückweg machen. Ja, okay, so machen wir das. Also da jetzt hin. Ah, kommen wir da überhaupt drauf? Ich weiß nicht, ob die da eine Leiter versteckt haben. Ja, eine Leiter ist da. Nö, wir müssen außen rum gehen, glaube ich. Sieht größer aus, als es war da drin. Vorsicht! Alle Mann zuhören! Der Baron wird jetzt reden! Alle Mann zuhören! Der Baron wird jetzt reden! Wir leben in interessanten Zeiten, meine Herren! Während des letzten Sandsturms hat jemand unseren Posten in den Ruinen ausgelöscht. Dem Zeitpunkt nach zu urteilen, ist das diese Zugbande. Ich habe sie deswegen zur Rede gestellt. Aber sie streiten alles ab. Ein paar Jungs haben jedoch gesehen, wie sie mit einem Auto fuhren, das vormals unserem Posten gehörte. Diese Neuankömmlinge greifen extrem schnell zur Waffe. Bleibt also alles sehr wachsam. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Das stimmt ja gar nicht, was er da erzählt. Die haben zuerst geschossen und uns beleidigt vor allem. Beleidigt, ja, das war fies. Wir müssen uns doch nicht alles gefallen lassen, oder? Gehen wir mal hier rauf. Hier oben ist langweilig, ich möchte wieder runter. Ah, hier ist was. Verkohlte Notiz. Nein, letzte Befehle. 12. Januar 2018. Unser letzter Kontakt mit dem Hauptquartier ist 5 Jahre her. Seit 5 Jahren führen wir ihren letzten Befehl aus. Für Funkstelle sorgen und weitere Anweisungen abwarten. Die Rationen sind auf das kleinste Minimum beschränkt worden. Aber kommenden Sommer werden wir trotzdem nichts mehr haben. Die Leute sind am Ende der Erschöpfung. Erhöhte seismische Aktivitäten haben die Struktur der Einrichtung beschädigt. Uns rennt die Zeit davon. Die Umgebung draußen zerfällt rasant. Die Satellitenbeobachtungen bestätigen, dass die Strahlungswerte höher sind als in allen vorhergesagten Szenarien.
Jene Bereiche auf der nördlichen Halbkugel, die nach wie vor halbwegs sauber sind, lassen sich an einer Hand abzählen. Der Bereich, der uns am nächsten liegt, ist mehr als 1000 Kilometer entfernt. Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Lage kann ich die Verantwortung für das Leben des Personals nicht mehr übernehmen. Meine letzten Befehle sind: erstens, ignorieren Sie Anweisung 01, kontaktieren Sie die Regierungseinrichtung im Jamantau und verlangen Sie weitere Anweisungen, die aktuelle Lage betreffend. Zweitens, sollten solche Anweisungen nicht innerhalb von 3 Tagen erhalten werden, dann verlassen Sie die Kommunikationszentrale und begeben Sie sich zur nächsten sauberen Zone. Ich habe keine Ahnung, wie wir in unserem aktuellen Zustand die 1000 Kilometer zurücklegen sollen. Dorthin zu gehen ist trotzdem der einzige Weg, das Überleben des Personals sicherzustellen. Betrachten Sie dies als meine förmliche Rücktrittserklärung. Oberst M.S. Markov, ehemaliger Kommandant der Satellitenkommunikationszentrale Kaspian 1. Aber das hier haben wir wirklich jetzt gefunden, nämlich die verkohlte Notiz. Resp, ich bin am Flughafen. Dieser Unteroffizier hat uns nicht beschissen. Meine Sklaven haben gerade den Eingang zum Hangar ausgegraben. Das musst du dir ansehen. Der ist gestrichen voll mit Zeug aus der Vorkriegszeit. Das Plappermaul hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Offenbar haben die Flieger einfach all ihren überflüssigen Kram hier abgestellt, um die ordnungsgemäße Prozedur zu meiden. Die waren verdammt verschwenderisch vor dem Krieg. Das ist mal sicher. Wie auch immer, verrate es niemandem. Komm in der Nacht und bring all deine Sklaven und Autos mit. Und zwar leise und mit ausgeschaltetem Licht, damit nicht einmal ein Dämon euch bemerkt. Wir müssen die besten Sachen da rausholen, bevor die anderen Wind davon kriegen. Sie werden sicherlich darum kämpfen und dann... Dann wird sowieso der Baron alles für sich beanspruchen. Wir nehmen uns also so viel wie möglich, verstecken alles und tun so, als wüssten wir von nichts. Mach dir wegen dieses Unteroffiziers keine Sorgen. Ich habe ihn erschossen und in ein Mutantenversteck geworfen. Dieser Trunkenbold hätte uns mit Sicherheit verraten. Schlimm genug, dass ich nicht weiß, ob er jemandem schon was erzählt hat, bevor ich ihn erwischt habe. Verbrenn diese Nachricht. Hat wohl nicht geklappt mit dem Feuer. Was mich irgendwie wundert. Oh, wir haben einen Eintrag bekommen. Noch ein Fragezeichen? Nein, das war dieses Fragezeichen. Ja. Das war dieses Fragezeichen. Die Richtung stimmt noch immer. Wir dürfen weiter der Straße folgen hier vorne. Das ist die Straße also. Wir sprechen aber mal mit Frauchen. Anna, wo bist du? Ich hoffe, sie ist noch da oder ist sie zur Aurora zurückgegangen schon? Sind hier Chemikalien drin? Nein, das ist einfach. Das sieht alles so aus, als könne man das einsammeln. Oh, danke schön. Oh, da drüben ist noch was. Können wir hier nicht rein? Doch. Prima. Prima, prima, prima. Ich höre die ganze Zeit Geräusche und ich glaube, Anna... Anna. Anna ist doch nicht mal hier, oder? Noch so eine Hühnerleiter. Wie viel hier ist. Naja, viel ist übertrieben. Psst. Das ist gar nicht der Ort, an dem Anna war. Anna war woanders.
Ich dachte, das wäre der Ort, wo Anna war. Wisst ihr was? Ich hätte hier alles auseinandergenommen. Die ganzen Flaschen hätte ich schon mal mitgenommen. Da kann man Benzin reinfüllen und dann Molotow-Cocktails und so daraus machen. Die Koffer, ich hätte alles aufgemacht und reingeguckt wenigstens mal. Das sieht doch total voll bepackt aus. Naja, dann würden wir wahrscheinlich eine halbe Stunde suchen. Hier kann man schlafen? Nein, wir nicht. Ich kann genau sehen, was hier passiert ist mit der Gitarre. Hast du dich verspielt? Auf der Gitarre? Dann hat jemand den Schuh nach dir geworfen und... Naja, dann einen Ziegelstein. Einen Steinstein, ein... mysteriöser Gang. Was hier wohl drin ist? Was ist das? Nichts für uns zum Einsammeln. Also gut, machen wir uns mal auf den Weg. Das da ist die Straße. Da vorne ist das, wo wir hin sollen. Und da sind schon diese Dämonen in der Luft. Aber die, ich glaube, die tun nichts. Die sind ganz friedlich, glaube ich. Das sind Vögel. Ja, aber Dämonen fliegen da auch rum. So große. Hunde! Schnell, 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 schnell. Renn, 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 renn. Was sind das da für Löcher? Da wohnt doch bestimmt jemand drin. Die Hunde vielleicht. Hasen. Sind das Hasen? Renn, 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 renn. Okay, wir laufen mitten auf dem Platz. Da kann uns keiner treffen vielleicht. Rein, rein, rein. Ich höre schon. Die Flügel flattern. Oh, da geht uns aber die Pumpe jetzt. Schnell, schnell, schnell. Rauf, rauf, rauf. Rum. Lauf hier rein. Lauf hier rein. Lauf rechts ausnahmsweise mal. Hey. Der war aber schnell hinüber hier. In die Ecke drängen lassen ist nicht gut. Warte! Halt, halt, halt! Der Weiße! Der Albino! Lasst mich durch! Lasst mich doch durch! Ich möchte hier durch! Dann gehen wir eben hier. Ich spring da runter! Nein! Sie lassen mich nicht durch und ich... Okay, ich habe eine Idee. Nein! Doch nicht! Nein! Wir haben so viel gesammelt und jetzt... Ja, das hätte ich mal wissen sollen, dann wäre ich hier gar nicht reingegangen. Was machen wir hier eigentlich? Nicht vor die Wand rennen! Da! Halt dich fest! Ich hätte mich festgehalten da oben, aber okay. Nein, ich will hier nicht mehr sein. Boah. Okay, hier müssen sie erstmal hinkommen. Ich glaube, sie scheuen Lichter, oder? Ich habe eine Idee. Okay, die Idee hat nicht geklappt. Ich habe eine andere Idee. Oh, endlich. Pumpen. Ach, das beruhigt. Okay. Was haben wir da gerade eigentlich mit der Haarklammer gemacht? Wo hatten wir die her auf einmal? Ist das hier überhaupt unser Ziel? Wir sind doch total falsch hier, oder? Ah, das ist genau unser Ziel. Okay. Liebe Welt da draußen. Oh. Hoppla. Liebe Welt da draußen. In der nächsten Folge werden wir uns das hier angucken. Warum das hier unser Ziel ist. Das sind ja viel zu viele. So viel Munition haben wir doch gar nicht. Und in dieser Folge bedanke ich mich noch für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.